Willkommen zurück, Freunde, zu The Last Door. Man hört hier schon, da hört ihr's? Die ganzen komischen Statuen, die sich bewegen, hä? Da wurden wir ja letztens darauf hingewiesen, dass es hier etwas nicht stimmt. Und übrigens hat mir anscheinend der Übersetzer in den Kommentaren geschrieben und meinte, ich muss entweder warten, denn ab Montag wird alles wieder super sein, oder ich muss es dann am Montag wieder nochmal von vorne durchspielen, weil die Übersetzung ist noch nicht ganz fertig. Ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal, haben zwar eine komische Übersetzung, aber das wird schon irgendwie passen, oder? Ein paar alter Teetassen sind auf dem Tisch, eine von ihnen ist voll und immer noch warm. Yes! Ein richtig guter Satz. Puh, machen wir weiter. Sorry, kleines Bäuerchen, gerade gegessen ein bisschen. Ich muss nicht kotzen. Nein, ihr seht wunderschön. Ihr seht alle einfach. Vor allem du da hinten. Du könntest wieder dich verstecken im Schatten. Aber du siehst sexy aus. Okay. Tee ist noch warm. Das heißt, hier sind irgendwo Menschen. Lass uns mal das hier öffnen. Okay. Nicht unter Schwarzlicht öffnen. Vielleicht hier öffnen? Okay, dann nicht. Wie, muss ich dir das geben oder was? Nein. So, was ist das hier? Ist das eine Lichtquelle? Eine Öllampe? Ja, nimm mit den Kack. Die kennen wir doch schon. Die kennen wir doch schon. Nur alte Flaschen? Okay. Nichts gegen alte Flaschen. Alte Flaschen können immer noch was erreichen im Leben. So. Es ist ein Tagebuch. Das ist das letzte Geschriebene. Die letzten Seiten wurden herausgerissen. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich los mit einem sehr komischen Text. La 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 la. Nehme ich überhaupt ganz auf? Ja, warte, manchmal ist der Text abgeschnitten. Okay. Es ist eine Weile her, seitdem ich mich mit meinem Tagebuch gewidmet habe. Es gab Umstände, die ich nicht kontrollieren konnte. Ein tragisches Ereignis spielte sich in meinem Haus ab. Mr. Dupré wurde krank, versunken in einer ewigen Benommenheit, von welcher es scheint, dass er sich davon nicht in nächster Zeit erholen werde. Seit dem Unfall pflege ich ihn geduldig. Die Behandlung des Arztes scheint nicht gut. Ich füttere ihn wie ein Kind und stelle sicher, dass alle Skulpturen Richtung Wand gedreht sind. Was sonst kann? Der Uhrenmacher ist gerade gegangen. Hä, aber das war noch nicht fertig, oder? Er hat großartige Arbeit geleistet, aber leider ist Mr. Dupré nicht in der Lage, die Veränderung der Uhren zwar wahrzunehmen, die er so sehr gefordert hat, aber in seinem Zustand spielt die Zeit keine Rolle mehr. Es sieht aus wie das Tagebuch eines Bediensteten von Alexandre. Was passiert mit ihnen? Ja, die haben irgendwie Angst vor den Statuen, die sollen weggucken. Und das, ja, er hat Angst. Gewürze willst du nicht mitnehmen, ne? Ja, die Statuen bewegen sich, gucken einen an, verfolgen einen. Er hat Wahnvorstellungen vielleicht. Aber ich habe hier gerade auch Wahnvorstellungen, denn ich höre diese blöden Statuen. So. Die Kellertür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen, okay? Was mache ich da? Warte mal. Ach, ich Idiot. So, da geht's nirgendwo weiter, ne? Oder? Geht's da weiter? Ah, da geht's weiter. Da ist übrigens die Tür, ne? Die können wir wahrscheinlich jetzt aufschließen, oder? Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, da geht's raus. Ein alter Steinbrunnen. Ein Seil hängt darin und verschwindet im tiefen Dunkeln. Ja, nimm es mit, dann. Komm, zieh mal raus. Zieh den abgehackten Schädel raus. Das Seil ist gerissen. Ich behalte das Ende. Okay. Leider sehen wir nicht den abgehackten Kopf. Warte mal, Haken, Seil. Okay, da haben wir jetzt was. Jetzt können wir etwas holen. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Und was ist da drin, der Schlüssel? Mit dem Schlamm und dem Dreck war ein Kupfervogel im Eimer. Aha. Okay, wir haben einen Kupfervogel. Cyanid. Keine Ahnung, warum ich dem Vogel direkt Cyanid geben will. Ein Grab. Oh, oh. Erinnerung, Flashbacks. Es sieht aus, als wäre hier jemand begraben worden. Ich kann nicht mit meinen bloßen Händen graben. Was ist das da hinten? Achso, das gehört noch dazu. Okay. Weiter geht's aber nicht. Na gut. Dann lass uns mal kurz hier raus. Ich habe mich überlegt, einer hat schon in den Kommentaren geschrieben, hey, man muss es wahrscheinlich unter Rotlicht aufmachen, ne, den Brief. Ach, guck mal, da kann man auch noch hin. Ach nee, da kamen wir her. Moment. Dass man das vielleicht hier öffnet, weißt du? Einfach im Dunkeln. Ah nee, wir haben jetzt eine Lampe. Stimmt, wir können ja jetzt weiter. Da war ja was. Dieses Brot sieht aus, als wäre es von innen aufgebrochen wurde. Dieses Brot? Du meinst dieses Glas? Was für ein Brot? Guck mal, hier steht eine Engelstatue. Ein Glas mit Vitriolöl. Ich muss vorsichtig sein, es ist eine starke Säure. Das, ach, wir haben doch da irgendwie so einen Text gehabt, ne? Die Statue eines Engels ist mit Schimmel überzogen. Sie hat einen traurigen Ausdruck. Keinen brotigen Ausdruck, hä? Hat es kein Brot im Ausdruck? Oder heißt es Brot hier, dieses Ding? Ich verstehe es nicht. Mann, das ist gruselig hier. Lass mal raus hier. Okay, wir haben jetzt dieses Ding.
Warte, ich würde gerne mal gucken, was es dort hier drüben gibt. Meine Freundin hat mir gerade in Skype geschrieben. Ich muss mal ganz kurz gucken, falls sie nicht da gleich irgendwie... Vielleicht ist sie irgendwo gefangen oder sowas. Okay, sie hat nur gefragt, was ich gleich streame. Denn ich werde gleich streamen übrigens, ja. Was ist hier los? Wow, Moment mal, das gab's vorher nicht, ne? Der Kadaver eines Rehs. Der Bauch wurde aufgerissen. Es sieht aus, als wäre es vor kurzem gestorben. Alte Ruinen liegen auf dem Weg. Scheint römischer Baustil zu sein. Wer hat es umgebracht? Erstmal den Vogel reinstecken. Als wäre etwas drin. Ach, guck mal. Erstmal reinstecken. Ein Messingvogel und anscheinend ist da was drin. Okay, okay, das müssen wir aufbrechen irgendwie. Ich habe schon ganz vergessen, wo es denn hier eigentlich hingeht. Wie sind wir hergekommen und was war los? Okay, zurück können wir nicht mehr. Gut, jemand hat das Reh erschossen. Wer war das? Ich finde auch gut. Ich glaube, diese Zuschauerschaft hier von Point and Die ist eine sehr gute Zuschauerschaft. Genauso wie bei Isaac. Die wollen einfach das sehen und sind glücklich. Die mögen Point and Die. Bei Horrorspielen ist es ja immer so anders. Also da gibt es manchmal gute, manchmal schlechte. Okay, es gibt schlechte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich bin einfach nur froh über die Zuschauerschaft. Ich bin einfach nur froh. So. Wir brechen jetzt diesen blöden Vogel auf irgendwie, oder? Würde ich sagen. Bloß wie? Hat er hier irgendetwas zum Aufbrechen? Kannst du mal drüber fahren? Nein. Okay, Alexandre, dann halt nicht. Lass mal weiter hier in dieses Fotoding ins Kirchen. Vielleicht müssen wir das mit Säure aufbrechen oder sowas. Puh, kann man den Messingvogel irgendwo reinpacken? Nee. Da können wir nur Wasser anmachen. Ich brauche eine andere Lichtquelle. Moment, hier. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir die Glühbirne. Mhm. Ein Kamerastativ. Weiß ich nicht, was ich da will. Was stand nochmal auf diesem Zettel hier? Was stand nochmal auf diesem Zettel? Es ist ein großes Buch mit Rezepten, bla bla bla. Genau hier. Collodium ist der Träger, bei welchem fotografisch Chemikalien an die Oberfläche des Glases treten. Viele Formeln wurden nur zu diesem Zweck entwickelt, mit der Annahme, dass einige seiner besonderen Zusammensetzungen gehören, bla bla bla. Nehmen Sie ca. eine Unze Vitrilöllösung auf die Platte und dann geben Sie 5 oder 6 Tropfen der Cyanidsäure dazu. Danach wird die Platte gründlich abgewaschen, um den Überschuss der Chemikalien zu entfernen. Okay, auf die Platte da. Okay, pass auf, pass auf. Erstmal Vitrilöl auf die Platte. Das ist doch die Platte hier. Muss jetzt mal der Vogel drauf, oder was? Das ist doch die Platte, oder? Nein? Oder meint er die andere Platte hier, das Kamerastativ, oder was? Ah, die Lampe ist zerbrochen komplett. Wir müssen die irgendwie einfärben, kann das sein? Wir müssen die Lampe einfärben. Oder so. Keine Ahnung, warte mal, warte mal, warte mal, lass mich kurz denken. Ne, darauf kommt's auch nicht. Diese Flüssigkeit muss auf die Platte gekippt werden. Ja, auf welche Platte denn? Ich brauche etwas, worauf ich die Flüssigkeit machen kann. Ach so, okay. Gut, dann suchen wir mal eben schnell, worauf die Flüssigkeit machen kannst, du Ferkelchen. Liegt hier was rum? Es ist ein Brief, ja, das ist nur ein Brief gewesen. Ja, manchmal übersieht man hier ganz leicht Sachen. Umgedrehtes Gesicht. Einfach auf so ein Bild einfach draufpacken. Ja, da sind Bücher vielleicht. Ah, vielleicht ist da irgendwo ein Buch drin oder so, was wir benutzen können als Platte. Rechnung, okay, das ist eine Rechnung gewesen, genau. Tja, das Fenster ist auch uninteressant. Okay, gehen wir mal weiter. Hier oben gibt es auf jeden Fall nichts zu suchen. Wir brauchen jetzt eine Platte. Okay, eine Platte. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt habe ich schon 2 Nachrichten in Skype. Was geht denn da los hier? Ab. Ist hier eine Platte irgendwo versteckt? Ein Schloss? Platte. Wenn, dann ist hier irgendwo eine Platte. Hundertprozentig ist hier irgendwo eine verdammte Platte. Das sind nur Gewürze und sowas. Lass mal kurz rausgehen. Irgendwo haben wir irgendwas übersehen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay, klar. Seltsam genug, es scheint kein Wasser im Brunnen zu sein. Hm? Das können wir nur ausbuddeln. Verdammt, wir hängen wieder fest. Ah, man kann die... Eine schöne handgemachte Standuhr, aber sie scheint außer Betrieb. Ein Zeiger fehlt.
Toll. Ich dachte, ich find's jetzt voll. Oh Mann. Oh Mann. Wo ist diese blöde Platte? Da! Eine Kuckucksuhr ist voller Staub. Es scheint das wichtigste Teil zu fehlen. Der Vogel. Aber ich habe den Vogel. Der Vogel passt perfekt. Nice. Und jetzt müssen wir ihn. Das Blatt der Uhr wurde gedreht. Oh Mann, der Vogel ist drin. Wahrscheinlich müssen wir da unten die Uhr wechseln, ne? Genau. Die, damit beide Zeiger auf was Bestimmtes zeigen. Öffne das Ding, Mann. Oh Mann, wir haben ein. Ich meine, wir haben eine blöde Lampe. Wo kommt denn die rein? Jetzt bin ich aber ein bisschen am Verzweifeln. Kann man mit ihm nochmal reden? Hey. Er schaut kilometerweit weg. Nope. Hm. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Ins Reh reinstecken, ne? Ich war in diesem Fotodings da oben, hab nochmal die ganzen Platten nochmal durchsucht und alles Mögliche und, da war ja was Rotes auf dem Boden. Es wurde ein. Oh Gott. Ey, wenn das jetzt klappt. Wenn das jetzt klappt, dann, fress ich einen Besen. Natürlich ist das Reh hier, damit man das machen kann. Nun ist die Glühbirne mit Blut voll. Jetzt haben wir Rotlicht. Und danach können wir das hier aufmachen. Vielleicht ist da der Zeiger drin. Oder die Platte. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur ein Brief, der sagt, hey, du bist den Einweisungen gefolgt. Danke schon. Ach du Scheiße, wir haben ein rotes, verdammtes. Es ist ein bisschen krank, das Spiel. Ist ein bisschen krank. Finde ich gut. Da, das liegt hier. Und go. Boah, das sieht gruselig aus, Mann. Öffne mal den Umschlag. Das Bild ist ausgeblichen. Ja, und jetzt haben wir hier Rotlicht. Öffne das jetzt. Öffne den Brief. Ah, nee, warte mal, hier. Eine Glasplatte sieht aus wie ein... Ach, ja, eine Glasplatte. Jetzt Vitrilöl. Vorsicht. Und jetzt 5 bis 6 Tropfen. Das Öl macht eine starke Säurereaktion. Genau, und jetzt Cyanid. Und jetzt flieg einfach in die Luft. Ich habe die Flüssigkeit in der richtigen Reihenfolge benutzt. Jetzt ist eine Tönung in der Platte. Fast fertig. Ist fast fertig? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Wasser! 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 Ein Bild erscheint auf der Platte. Das ist ein Foto mit Anthony und Alexandre. Oh Mann! Heilige Kacke! So ein Jumpscare hatten wir lange nicht mehr. So ein Jumpscare. Nein. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Kann ich dir das Foto jetzt zeigen oder was? Alexandre, kennst du dieses Foto? Komm, schau es dir an. Du bist darauf zu sehen mit einem alten Freund Anthony. Und mit jemandem verschwommen im Hintergrund. Kennst du ihn bedeuten, er dir was? Blub. Hey, Alexandre hat Schlüssel gekackt. Der Vogel. Die goldenen Zeiger an der Uhr. Ah, guck mal hier. Nimm mit. Jetzt müssen wir den gucken, jetzt wie das hier so steht. Hier zack, zack und das da unten dann das gleiche. Sehr nice. Oh, Freunde. Wir kommen voran.